Ach, schaut das gerade geil aus, wie sich da das Licht spiegelt, ne? Meilen noch. Na komm. Das geht schon noch, Vorne geht's ja wieder bergab, glaube ich. Yep. Ist ja eh nur mehr 30. Meilen noch. Dann werde ich mal zwischendurch jetzt schnell zwischen der Tour der nächsten die Wäsche in die Waschmaschine hören, ne? Und dann fahren wir noch eine Runde. Oder zwei. Wenn die Gerüchte vom Gas. Noch knappe. Und dann haben wir es, Leute, dann haben wir es. Die lange Kurve unten. Denn die sind wir gleich noch nicht gefahren. Yep. Dafür sind wir links halt schon mal gefahren. Sehr gut, sehr gut. Schadet nie, wenn man da ein wenig Strecke mitnehmen, ne? Wobei, wenn das Ganze dann rescaled ist, ne? 70% größer, dann ist sowieso mal. Dann haben wir wieder nur einen Bruchteil erforscht von dem, was es hier gibt, ne? Ich hoffe, die Einfahrt ist nicht zu beschissen. Gleich an, ne? Ich glaube, da sind wir schon reingefahren, ne? Fast, aber nicht hin. Oder?
Das ist eine von deinen Unbeschissenen, ich weiß es gerade gar nicht. Ah, das scheint eine der Guten zu sein. Stopp. So. Ah, sicher. Heute bin ich guter Dinge, ne? So wie immer. Guten Tag daher. So. Das wird sich nicht ausgehen. Lass mich hier eine Drehung machen. Das dachte ich mir fast. Wichtig ist, dass wir den Anhänger hier nicht abquetschen. Doch da hinten hinfahren sollen, wie ich es mir zuerst gedacht habe. Sehr schön. Lass mich mal kurz überlegen. Sollte sich das ausgehen. Oder auch nicht, ne? Abgesagt ist abgesagt, ne? Sehr geil. Und da mein Layer Up. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Der Lizenzen haben wir schon alle. Dann fahren wir zum Ausgang. Sollte hier gleich was Gutes geben, nehmen wir hier gleich wieder den Auftrag an. Auch wenn ich jetzt eigentlich die Waschmaschine befüllen wollte. Ah, machen wir das hintereinander. Ich befülle die mal wann anders. Naja.
Gips nach Los Angeles. Ja, warum eigentlich nicht? Wir sind ja ein wenig außerhalb der Stadt eigentlich auch, ne? Warum eigentlich nicht, ne? Was soll denn das sein? In dem Fall vielleicht nicht optimal, weil wir unseren anderen Trailer jetzt abgestellt haben, ne? Der Vorteil ist, wenn wir hier die Lieferung gemacht haben, sollten wir den 50.000er Kredit abbezahlen können, zwei neue aufnehmen können und einen Teil des 100.000er auch loswerden, ne? Zumindest theoretisch. Keine Sorge, ich schreibe das mal kurz auf, ne? Pioche nach Los Angeles. Coastline Mining zu Sellgoods. Ich komme mir vor wie hier ein echter Trucker, der hier gerade die Koordinaten sein Navi angibt, ne? 16 Tonnen gibt's. Um 10 vor 11. Okay. Und auf geht's. Das geht sich aus, hoffe ich. Ja, locker, locker. Mach mir nur links ein wenig Sorgen wegen dem Anhänger. Sollte sich aber gerade so auch ausgehen. Sehr schön. 13 Stunden Fahrzeit, das heißt, eine Pause ist wieder eingerechnet. Sehr schön. Schlafen müssen wir in 8,5 Stunden. Schauen wir uns gleich mal auf der Karte an. 13 Stunden haben wir Fahrzeit. Ich hätte gesagt, Barstow. So, sollte passen. Zeitlich gesehen. Auf geht's. Meilen vor uns. Stunde, die ich mittlerweile aufnehme, wie ich sehe.